So. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palworld. Hallo zusammen. Wir sind nach wie vor zu zweit hier unterwegs. Ja. In der letzten Folge haben wir ja noch ein schönes großes Lamberl für Fräulein Rabiata gefunden. Ja. Und haben noch einen Dungeon gemacht. In der Folge davor ist es komplett eskaliert. Ich habe einen Marmorrest gefangen auf Level 22 mit einer grünen Sphäre, war das, glaube ich, oder? Ja, das war echt so cool. Also, manchmal hat man halt einfach Glück. Ja, voll. Das war echt richtig, richtig cool. Genau. So, jetzt warte mal. Ich glaube, ich muss schnell austauschen. Hm? Upsi. Na. Und in dieser Folge haben wir uns vorgenommen, den König zu stürzen. Und zwar King Packer. Wir trauen uns. Ist Level 23, ich bin Level 22, das sollte dann schon hinhauen. Ja. Und dazu reisen wir schnell zur verlassenen Kirche. Und Rabiata kommt nach, sobald sie kann. Oh, die habe ich noch gar nicht. Das ist dumm. Ja, ich bin aber auf dem Weg. Ich muss jetzt einfach Richtung Westen. Passt? Passt. Wie weit weg bist du denn? Ich bin Turm von dem Rain Syndikat. Ja, dann treffen wir uns doch gleich da beim King Packer unten, oder? Mhm, ich bin schon. Ich muss Richtung Süden und ein bisschen Westen, also bin ich da schon relativ richtig. Auf dem Weg. Wunderbar. Ja, perfekt. Habe ich die Fork schon voll? Ah. Jetzt hat er daudelt. Daudelt? Aus Versehen? Mhm. Ach, jetzt. Hör auf, wegzulaufen. Ich habe hier gerade noch einen Dungeon entdeckt auf dem Weg zu dir. Markier ihn. Sparkit. Passt. Oha. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil mit der Armbrust habe ich ihn gerade gewone-hitted. Ui. Ja, das geht jetzt schnell. Aber ich weiß jetzt nicht, habe ich schon einen Spark-Hit? Das sehe ich hier. Ja, habe ich schon gecaptured, aber ich glaube, relativ am Anfang war das, gell? Mhm. Hm, jetzt ist er wieder raus. Ach komm, jetzt habe ich nur ganz leicht geschossen, aber der hat halt voll alle drei Pfeile geschluckt. Ei, ei, ei. Oha, hier ist ja noch eine Mine. Ah, ich glaube, ich bin direkt unter dir. Echt? Direkt unter dir ist eine Mine und ein Tagebuch. So, und jetzt komme ich nach oben. Aber der ist nicht da oben. Also musst du nicht hochkommen. Ah, hallo, hallo. Da ist sie wieder. Da bin ich. Nie weit entfernt. I've been looking for the Tagebuch. Ist der King Packer da drin? Nein. Als wenn du noch nie gemacht hättest. Ja, ich vergesse das immer. Ein Schwarzmarkthändler. Ein zwielichtiger Händler. Ich habe so einige Pals im Angebot. Hehlerware. Verbotene Arten. Hehe, sieh dich ruhig um. Wow. Ich würde ihm alles abkaufen. Violet. Den habe ich noch nie irgendwo gesehen, außer dem Boss. Mhm, ich auch nicht, nein. Hm. Ist gut im Anpflanzen. Ja, den kann ich mir gar nicht leisten. Also wenn du magst, kannst du ihn dir gern kaufen. Will ich mir den kaufen? Ach ja, komm. Nehm mal mit. Dann kaufe ich das Woolipop, dann kriegen wir Zuckerwatte. Mach das. Passt. Jetzt habe ich ein Violet mit Duckmäuser. Ui. Ah, ich häng fest. Woolipop ist 18.000 mal süßer als Zucker. Wow. Also eine Kostprobe und Diabetes. Bam. Diabetes. Sofort. Für deine Nachfahren und dich. Genau.
eingebrannt in deine DNA. Capriti fehlen uns noch ein paar, soweit ich weiß. Oh. Also Capriti kann auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Ja. Ah, ich habe nicht nachgeladen. Oh, das war eine Sch... Muss hier absteigen. Nein! Immer beim letzten Schuss treffe ich dann perfekt, Mann. Oh, warte. Ah, da. Nehme ich lieber einen Bogen. Ja, ich schieße jetzt nicht mehr. Jetzt halt. Come on. Gleich nochmal. Perfekt. Das war jetzt Nummer 3. Nummer 3. Yes. So, also ich freue mich. Ich freue mich mit dir. So. Hallo, da ist nochmal ein Fixie. Ja, die brauche ich, glaube ich, auch noch. Dann komm. Nicht. Fast, alles das gut. Das willst du nicht sehen. Ich bin schon hier oben. Oh, da sehe ich schon, sehe ich ihn schon stolzieren. Yes. Da ist er. Zack. Also wie immer, das Ziel ist, ihn zu fangen. Mhm. Foxpax, komm her. Are you ready? Ready for takeoff. Ich flambiere ihn gleich mal seinen königlichen Prachtarsch. Ach, du hast dich an diesen Flammenwerfer, ja. Komm her. So cool. Ich will ihn loslassen. Oh nein, mein Mao, komm zurück. Der killt sonst meinen Mao. Jetzt hat. Ihre Flauschigkeit. Wir sollten vielleicht erstmal die anderen aus dem Rennen nehmen, ha? Ja. Während unsere Pals sich mit ihm beschäftigt. Na, jetzt. Oh nein, ich wollte es eigentlich fangen, jetzt habe ich es gekillt. Oha! Oha! Was? Ich habe gerade aus dem Nichts einen fetten Schlag bekommen und ich weiß nicht, wo der gerade hergekommen ist. Oha! Ich komme, wo bist du? Da, wo du nicht bist. Oha. Ich hab schnell. Den habe ich nicht gesehen. Oha, er kommt. Oha. Oh nein. Schnell. Okay. Oh, warte. Ah. Oh nein, ich bin nicht mehr weggekommen. Ich verstehe nicht, wieso hast du jetzt so lange gebraucht? Ich hab dich wiederbelebt. Das hat nicht so lange, so schnell geladen. Das hat ewig gedauert. Das kenne ich gar nicht. Ei. Hast du zwischendrin abgebrochen, na, oder der was? Der hat mich getroffen. Da kam ein Angriff. Und dann war es vorüber. Du hast ewig gebraucht. Viel zu lang. Das dauert sonst nicht so lang. Ja, wie gesagt, der hat mich getroffen und dann musste ich von vorne anfangen. Ja, aber ich habe auch unten gesehen, dass du gemacht hast, aber es hat sich bei mir die Leiste nicht gefüllt. Hm. Weil ich sehe es auch. Hm. Jetzt habe ich die verlassene Kirche nicht freigeschalten. Dann geh zum verlassenen Dorf. Das habe ich auch nicht. Ja, du hast einfach schon ein bisschen mehr erkundet als ich. Das du kannst es ja auch auf Kamera machen. Ey. Aber ich komm schon. Oh. Habe ich jetzt meinen Sattel noch? Kann ich jetzt eigentlich noch fliegen? Geht das? Ja, das geht. Das geht schon noch, okay. Nackend auf dem Nightwing. Ei. Also ich glaube, ihre Flauschigkeit ist noch ein bisschen zu stark für uns. Kann das sein? Nein, gib doch nicht gleich auf.
beim ersten Misserfolg sofort aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Doch. Nur ordentlich aufleveln und ihm dann den Hintern rasieren. Also für jetzt quasi aufgeben. Ist das alles mein Zeug, ich denke. Wie kann ich ihn alles nehmen auf X, gell? So. Passt, also ich bin schon noch ready. Passt, jetzt habe ich immer schnell den Schnelllösepunkt freigeschalten. Als erstes. Aber das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr, habe ich gesagt. So. Jetzt bin ich gleich da. Ich sehe dich schon angeflogen kommen. Ich komme angeflottert. Und da ist er. Nun gut. So. Nimm deinen Stuff schnell. Mhm. Reorganisiere dich. Dann legen wir los. So. Passt. Und ich hab Lamball dabei. Ich auch, aber das ist noch so ein niedriges Level. Was ist denn heute los mit mir, dass ich nicht treffe? Boah, wow, mega Stampfer! Ah. So, jetzt gib ihm, Tansi, gib ihm. Ja, läuft. Oha, jetzt geht die Sonne unter. In der Abenddämmerung entthronen wir ihre Flauschigkeit. Du bleibst weg von mir. Schleicht ihn. Warte, ich beschieß ihn. Alter. Ah, jetzt hat er gerade mein Schild komplett. Und jetzt kommt Lamball. Sie ist auch noch fresh. Wunderbar. Ich weiß nicht warum, aber das Lamball ist extrem stark. Ja. Das ist richtig gut. Oh, jetzt ist ihm schwindelig. Na los, Lamball, es heißt du oder er. Wenn du ihn platt machst, wenn du ihm die Flauschigkeit absprichst, dann darfst du die Krone tragen. Dann ist er die nächste Flauschigkeit. Mhm. Naja, so wie der reinhaut, dann ist er eher der Flauschinator. Ja, schau. Das gefällt mir, ja, Mann. Das gefällt mir. So, Tansi, zu den Waffen. Also, wenn er den Kampf überlebt, gell, und wir es schaffen, dann nenne ich Lamball um in King Flausch. Ja. Oder in den Flauschinator. Flauschinator. Oh nein. Lässt du meinen Tansi in Ruhe? Nein. Komm schon. Zu den Waffen. Okay, jetzt muss ich ihn leider zurückrufen. Stirbt er sonst? Mhm. Ja, mein Tansi ist auch gleich hinüber, aber sonst, wie nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme mal Mau. Nehmen wir mal die Mau. Aber Tombat ist auch ein harter Kämpfer. Tombat ist auch stark, ja. Ach. Oh nein, der Maus ist gleich tot. Sorry. Zurückrufen und einfach den nächsten raushauen. Ich habe nur noch meinen Dire Hole und meinen Fliegenden. Dann nehme ich meinen. Ich möchte eigentlich niemanden abfahren.
Du musst nur rechtzeitig dann zurückrufen, wenn es wäre. Ja, das stimmt. Achtung, zurückrufen. Oh, ja. Gut. Jetzt schnapp ihn dir. Jede Flauschigkeit. Nicht mit uns. Na, jetzt hört er auf einmal zum Laufen auf. Und jetzt fängt er wieder das Laufen an. Die ganze Nacht durchziehen, wenn du willst. Jetzt nicht mehr schießen, jetzt hat er nur noch 3 Lebenspunkte. Ich weiß. Aber vielleicht zu meinem... Ja! Ja, sehr gut. Stämmiger Wuchs. Der hat uns jetzt was gekostet. Was hat er uns denn gekostet? Aber ein paar nicht Pfeile. Mit uns. Ein paar Pfeile und einen zweiten Versuch. Und 2 Pals von mir, 3 Pals. Echt? Bei mir haben wir alle bis auf Foxpax überlebt, aber nee, der ist im letzten Kampf schon draufgegangen. Hm. Aber sonst haben bei mir alle überlebt. Sehr schön. Ja. Du musst sie nur rechtzeitig zurückrufen. Ja, das stimmt wohl. Gut, es ist Nacht. The night is dark. And full of terror. Oha, ich hatte noch gar keinen Fixie, sehe ich gerade. Ein Pal in meinem Team ist hungrig. Ich habe da noch eine Kiste gesehen, die ich jetzt einsammeln will. Mhm. Oh. Ach, schön. King Packer. Ihre Flauschigkeit. Ach komm. Ich hab's heute nicht mit dem Einschätzen, wie viel ich noch schießen kann. Nee. Das ist... Es ist aber auch manchmal echt blöd, dann so im letzten Schuss machst du dann irgendwie so einen super kritischen Schaden. Passt. Also wir haben King Packer eingefangen. Ich muss noch... Du hast dir den Titel verdient. Ja. Also was machen wir jetzt? Flauschinator oder Flauschinator finde ich gut. Flauschinator. Das gefällt mir. Passt. Er hat sich den Titel erworben. Ja, und hart verdient. Gut. Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Mhm. Also viel können wir nicht machen. Wir haben da die Mine gehabt. Ich mach mal ganz kurz auf. Das ist im Prinzip bei King Packer. Hier unten drunter ist die Mine. Die markiere ich jetzt mal mit einem Stern für den Händler. Dann weiß ich, ist hier noch ein Händler. Ungefähr hier. Also da beim Pen King nicht weit entfernt. Sind da unten noch irgendwelche Pals? Depressos. Die sind so zäh, gell? Ja. Da hinten schwirrt noch ein Zombat. Und die sind super aggro. Ja, voll. Passt. Okay. Ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendwas entdecken kann. Mhm. Jetzt lass mich reiten. Oh, manchmal nimmt er dir einfach die Befehle nicht so richtig an. Ja. Leider. Vielleicht war das auch vorhin das, wo ich so lange gebraucht habe, dich wieder zu beleben. Ich bin zwar hin und habe gedrückt, aber vielleicht hat er es nicht wirklich angenommen, gleich im ersten Moment. Ja, wie gesagt, man sieht es ja auch auf der Aufnahme dann wahrscheinlich, dass er einfach nicht die Reanimation eingeleitet hat. Komm. Ich verkaufe jetzt gerade hier schon mal ein paar Pals. Ich versuche gerade einen Hokrates zu fangen. Hokrates. Ja. Komm, bleib drin. Dann wird eh schon wieder Tag. Mhm, jetzt haben wir die ganze Nacht durchgekämpft. Mhm.
Aha. Aha. Perfekt, da ist noch ein Schnellreisepunkt. Da wollte ich noch dran vorbeilaufen. Und da sind Choldhawk. Und hier sind wir jetzt an dem Schnellreisepunkt der Zwillingsstatue. Oder wie heißt das nochmal gleich? Die Brücke der Zwillingsritter, genau. Sieht man hier vor uns. Wenn es heller wird, sieht man es noch schöner. Genau, und dann haben wir hier nochmal ein Tagebuch aufgesammelt. Und dann haben wir hier sogar einen neuen Ort, wo wir uns dann reinstürzen können das nächste Mal. Wirklich was machen werde ich jetzt nicht mehr können. Töte ich dich mit einem Schuss? Ja, Wenn du dir muss. die Frage schon stellen musst. Oh je. Ja, ich habe keine Munition mehr und ich wollte jetzt halt einen Choldhawk fangen und sitze halt auf meinem Direhole. Und jetzt dachte ich mir so ein leichter Luftschuss, Oh, so. ganz leicht. So ein Hauch. Genau so ein Hauch. Aber anscheinend war der Mundgeruch zu heftig. Ein Pal von mir hat schon seit ewigen Zeiten Hunger. Okay. Flauschinator, der hat sich so verausgabt. Und Tombat und der kleine Foxpax, der muss sich jetzt eh ausruhen, weil er genockoutet ist. Der Arme. Ja, da lag ich leider auf dem Boden und konnte ihn nicht zurückrufen. So. Ein Träumchen. Ich sortiere jetzt gerade mein Zeug weg. Und in der nächsten Folge könnten wir tatsächlich mal in die Richtung des neuen Gebietes schauen. Richtung Norden, ne? Na, so wirklich Norden ist es nicht, wo ich hin will. Schau mal, was du noch machen könntest. Du könntest hier das saftig grüne Ei noch ausbrüten, wenn du magst. Kann ich tun? So. Ein Beagard. Hast du bekommen? Echt? Echt? Die sind cool, die Beagards. Ja, wenn du die Selbstmordattacke wegtust, dann kannst du sie Ja, gut dann. einsetzen. Aber sonst rennen die halt einfach auf den Gegner, sprengen sich in die Luft und sind andauernd K.O. Ja, okay, das stimmt wohl. Also der verbringt dann mehr in deiner Palbox als alles andere. Aber die produzieren Honig, was cool ist. Eben, das meinte ich. Das ist schon sehr cool. Na wunderbar. Dann haben wir jetzt halt ein paar Aufgaben für die nächste Aufnahme und zwar wieder aufmunitionieren. Also ich zumindest. Weil ich habe noch 6 Pfeile. Oder Ui. wieder 6 Pfeile. Ja, da müssen wir noch ein bisschen aufmunitionieren, uns wieder fresh machen, uns Reparieren. regenerieren Aber ich und kann noch meine Werte erhöhen. Gehen wir jetzt halt auf 200 Ausdauer oder erst mehr Gewicht? Gehen wir auf 200 Ausdauer. Passt. Jetzt habe ich die 200 Ausdauer und bei dem belasse ich es jetzt. Weil mit dem komme ich eigentlich überall hin und schaffe alles, was ich möchte. Passt. Jetzt habe ich Schluck auf. Habe ich noch irgendeinen Plan freigeschaltet? Ja, ich kann jetzt eine Metallrüstung machen. Und einen Metallhelm. Das heißt, das wäre auch noch eine Sache, wo wir das Material sammeln könnten. Ich könnte mir einen Ping King Packers Sattel machen, aber ich glaube, bin ich zu Fuß schneller. Springbrunnen für die Bewässerung, Betäubungsknüppel. Oha. Aber ich glaube, den habe ich schon mal ausprobiert. Der, glaube ich, taugt nicht so wirklich was. Dann werde ich den mal testen. Aber teste Und ihn mal, ja. ich kann die tragbare Laterne endlich machen. Da brauchen wir Oh, auch cool, ja, Metallbahn. das ist richtig Das cool. heißt, wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle und werden uns Material besorgen ohne Ende, werden uns eine neue Rüstung machen, einen neuen Helm, wir werden uns die Lampen machen und ja, und dann weiter starten quasi in dieses nächste Gebiet hier oben, wo wir hier ein bisschen weiterkommen.
Wenn mich nicht alles täuscht, oder war es hier unten? Es kann auch sein, dass es hier unten war. Wir werden da mal hier nochmal ins kleine Dorf gehen und dieses gelbe Gebiet, oder ja, dieses leicht beige Gebiet, sagen wir es mal so, noch erkunden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wenn ich die Karte jetzt so sehe, war hier das Gebiet, wo es die Kühe gegeben hat, oder war das hier oben, oder war das so verbunden? Schauen wir uns an. Passt. Gut. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt auf euch auf und ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.